Eine Strategie am Berg zu haben, heißt in erster Linie mal die Berge gut zu kennen und genau zu wissen, wo die Knackpunkte sind. Am 20. Mai 2009 stand er als erster Deutscher auf allen 14 Achttausendern. Es ist der erfolgreichste deutsche Höhenbergsteiger. Er lädt doch aus dem Berg. Schon wieso? He doesn't search for success like some people do. But to him, I think success is how well he spent his time each day. Ganz großes Plus war, das war, dass er bis ins Detail alles immer so ausgekundschaftet hat. Dadurch ist er für mich auch so der Prototyp eines Höhenbergsteigers, weil das ist nicht schnell, schnell rauf, runter, sondern das braucht Geduld, das braucht Umsicht. Gescheitert bin ich dann, wenn ich tot bin. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Dann bin ich wirklich gescheitert. Fight until we're free again. Oh.